Thank you.
Thank you.
Bürgermauern entstanden. Das Einzugsgebiet der Häftlinge war auch das Einland und Düsseldorf. Einer der Komponisten hat hier, ein gebürtiger Berliner, hat hier gelebt und gewirkt im Schauspielhaus. Und das nächste Lied, was wir jetzt spielen, soll zeigen, dass es auch eine Phase gab, wo man sich sehr gut lustig machen konnte über die Nazis. Es ist von 1928, geschrieben von Fritz Grünbaum, und das heißt
der Singklassen des Humboldt-Gymnasiums. Das freut mich besonders.
Thank you.
war klar von Anfang an, dass dieses Stück sein muss. Es ist der Kern des Programms, weil es den heutigen Abend in all seinen Facetten auf den Punkt bringt. Hier wird die ganze Beklemmung und der ganze Schrecken durch die Musik nicht nur hörbar, sondern auch erfahrbar. So hard.
3, 4. Achtung! The sergeant shouted again. Russia! Der Mann von vorne anfangen! In einer Minute will ich wissen, wie viel ich zur Gaskammer abliefere! Abzählen! Thank you.
Palmen
selbst zu beweisen, dass die Deutsche wieder die Deutsche sind. Diese Provokation zielt mir und mir, denn auch du und ich, wir kommen von hier. Alle Ausländer, die uns dabei helfen können, dieses Problem geht bei uns allein was an. Ich habe keine Lust auf Ärger zuzusehen. Ich habe Zeit, um mir rumzustehen. Vor diesem Feind werde ich mich nicht umdrehen. Es ist doch mein Leben und ich will nicht, dass das.
ja, Leute aufzunehmen, ganz kalt, unbeantwortet ließen. Also das ist eine Sache, die uns schon krass an damals erinnert. Wir wollen diesen Abend aber mit lockeren Dingen beschließen, dass wir ein bisschen einmogeln. Es ist tatsächlich sehr vom Balkan beeinflusst, deshalb hat es heute hier seine Berechtigung. Es ist das Lied, wo das Mädchen aus Rottweiler nimmt. Thank you.
Und so weiter. Und dieser Mann versteht uns in die anderen.